Ja, liebe Medienschaffende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns über unseren Livestream auf YouTube mitverfolgen, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur heutigen Vorsaison-Medienkonferenz. Mit mir heute vorne sind unser Präsident Angelo Canepa, unser neu gesamtverantwortlicher Sportchef Marinko Jurendic und unser Cheftrainer Ludovic Magne. Kurz noch etwas Organisatorisches, bevor wir anfangen. Im Anschluss an die Medienkonferenz besteht noch die Möglichkeit, mit den Protagonisten Einzelinterviews zu führen. Wir werden das Ganze aber dann draussen machen und dann mit den Radios und Online-Medien gemeinsam. Ich würde gerade gerne anfangen mit Chilo. Der FCZ hat einige Änderungen in der sportlichen Führung vorgenommen. Was sind die Hintergründe dafür? Ja, bei jedem Unternehmen, und das gibt auch wieder Kohle Fußball, muss man in regelmäßigen Abständen den Marsch halt machen. Man muss die eigene Positionierung mal anschauen, man muss die Rahmenbedingungen im Umfeld analysieren und auch die eigene Organisationsstruktur. Das haben wir gemacht, das haben wir schon vor mehreren Monaten angefangen machen. Corona hat dann uns ein bisschen vom Termin ein bisschen zurückgeworfen. Aber für uns ist, wir haben dann verschiedene Erkenntnisse natürlich aufgrund von dieser Analyse, die wir in mehreren Workshops durchgeführt haben. Und eine ganz wichtige Erkenntnis war schon die, dass so wie der FCZ seine Sportabteilung Struktur hatte, das nicht optimal war. Das heisst, für uns ist es wichtig, dass wir in Zukunft sämtliche Abteilungen Fußball aus einer Hand führen. Das war bei Daniel anders gewesen. Tommy Bick hat primär Profifußball geführt und die anderen Abteilungen sind durch andere geführt worden. Das wollen wir neu anders machen. Wir wollen neu, dass sämtliche Abteilungen, Profifußball, Nachwuchs, Frauenfußball, dass das aus einer Hand kommt. Der Hintergrund dazu ist auch klar. Wir wollen einfach in Zukunft die Synergien zwischen einzelnen Abteilungen besser nutzen. Wir wollen auch vermehrt unseren Fokus auf die Ausbildung setzen. Wir wollen noch mehr den jungen Spielern die Chance geben, dass sie ins Kader der ersten Mannschaft aufgenommen werden. Und dazu braucht es halt einfach wirklich sehr viel Koordination, Kommunikation. Und darum haben wir beschlossen, dass wir das neu strukturieren wollen. Jetzt die neue Position Sportchef. Das ist ausgesprochen eine anspruchsvolle Position. Ich bin mir schon bewusst, dass in der Öffentlichkeit und manchmal auch ein bisschen medial der Job vom Sportchef immer so ein bisschen einseitig definiert wird. Man sagt, ja, der muss ein bisschen Spieler anschauen, ein bisschen Transfer machen, ein bisschen Kälter machen. Aber in Tat und Wahrheit, so wie ich mir den Sportchef vorstelle, ist das natürlich eine viel breitere Aufgabe. Es geht um Führung, Führung, Führung. Es geht um Koordination, es geht um Kommunikation. Und dazu braucht es auch ein entsprechendes Profil. Und das Profil bedeutet halt, dass man nicht nur im fußballischen Bereich sehr gut rauskommt, sondern dass man auch rechtliche Zusammenhänge sieht, wirtschaftliche Zusammenhänge sieht und dementsprechend auch Erfahrung in diesen Bereichen hat. Jetzt ist klar, sollte das Finden von diesem Profil entsprechend tun, ist nicht ganz einfach. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir nicht haben müssen, gross extern suchen. Sondern wir haben den Kandidaten in Bern schon gehabt. Und darum ist es für uns sehr schnell klar gewesen, dass wir die Aufgabe an den Marinko Jurendic übergeben. Wir haben das ja auch schon kommuniziert. Jure hat entsprechende Schulsachen, er hat verschiedene Studien in verschiedenen Bereichen abgeschlossen. Er hat Erfahrung, Führungserfahrung in der Wirtschaft. Er war Profifußballer für ein paar Jahre. Er hat mehrere Jahre in der Ausbildung und Entwicklung beim Verband, beim Schweizer Fußballverband gearbeitet. Er war Profitrainer. Und er hat auch die UEFA-Pro-Lizenz geholt. Das heisst, vom Profil her entspricht er in weitesten Bereichen dem, wie wir uns das vorstellen können. Und der Vorteil ist natürlich, wir haben ihn persönlich kennt und kennengelernt. Er war schon 21 Trainer. Wir haben dort schon sehr viel Kontakt und Kommunikation können untereinander haben. Von dort her, glaube ich, haben wir da sehr gute Wahl getroffen. Das ist dann zum Tommy Pinkel. Er wird in Zukunft vermehrt das machen, noch fokussierter das machen, was er bis jetzt schon gemacht hat. Also er wird Chefscout sein. Mit dem
zusammen mit dem neuen Chef Ausbildung, Heinz Moser, der vom Fußballverband zu uns gekommen ist, die ganze Frage von Scouting betrachten und bewirtschaften. Scouting bedeutet nicht nur, wenn ein Messi holen, sondern es geht vor allem auch darum, dass man Talente, das national und international, die erkennt und die ganze Messung holen. Wenn ich sage, es hat verschiedene Gründe gehabt, dass man die Anpassung vorgenommen hat, das haben wir auch mitbekommen. Es wird für den Schweizer Fußballclub in Zukunft viel schwieriger werden, im Europa-Wettbewerb, Gruppenphase teilzunehmen. Sie haben eine Reform gemacht. Das ist eine Reform vor allem pro grossen Club. Dann das Ranking von der Schweiz ist auch gesunken. Das heisst, es wird sehr, sehr schwierig werden für den Schweizer Club in Zukunft regelmäßig Gruppenphase im Europa-Cup. Vielleicht das Europa lieber von der Konferenz sind. Dementsprechend, wenn wir uns auch strategisch nachfokussiert und positionieren im Sinne als Ausbildungsclub, wenn das, was wir in der Vergangenheit schon teilweise nicht so schlecht gemacht haben, das wollen wir einfach noch besser machen und vor allem unseren jungen Spielern die Chance geben, sie einzukommen. Das ist aber alles so ganz kurz der Hintergrund. Es gibt ein paar andere Punkte, aber ich glaube, vom Wohlbefinden ist es das. Besten Dank. Ja, Juri, du bist jetzt eben neuer Sportchef. Merci Zürich. Wie gehst du jetzt die neue Aufgabe an? Das allerbeste Chilo. Jetzt möchte ich mich bedanken bei dir, bei der Eliane und auch beim Gesamtverwaltungsrat für die Übertragung von einer verantwortungsvollen Aufgabe. Damals, wo der Chilo auf mich zugekommen ist, war es ja nicht so, dass ich den Sportchef auf dem Radar gehe. Ich habe mit dem Ludo zusammen vor 4 Jahren die UEFA Pro-Lizenz gemacht, habe in den letzten 2 Jahren zusammengearbeitet beim FC Zürich. Aber selbstverständlich, als die Anfrage kam, habe ich mir die nötigen Gedanken und Auslegeordnungen machen. Und seit knapp 2,5 Wochen habe ich jetzt bin mit diesen Aufgaben gestartet und durfte sehen, durch die verschiedenen vielen Gespräche, Gespräche mit den unmittelbaren Mitarbeitenden, dass ich da unheimlich unterstützt werde in dieser Startphase, weil ich muss mir sicher jetzt in den ersten Tagen, in den ersten Wochen auch ein nötiges Bild machen. Wie es der Chilo auch gesagt hat, wir wollen vermehrt noch auf unsere eigenen Jungen setzen. Und ich glaube, ich habe in den letzten Jahren auch die nötigen Erfahrungen gemacht, auf verschiedenen Ebenen, dass ich glaube, da mit meinen Erfahrungen kann dazu beitragen, dass wir in Zukunft diesen Anforderungen auch noch mehr könnte gerecht werden. Es ist klar, dass wir gewisse Vorgaben haben, die wir uns selber auch geben. Und ich sehe das auch als meine Aufgabe, dass wir auf diesen Ebenen mit allen involvierten Personen, die mich hier unterstützen, dass wir in den kommenden Wochen die Grundlagen wieder schaffen, damit wir möglichst unsere zukünftigen Ziele auch können erreichen können. Also in dem Sinne habe ich jetzt in den letzten 2,5 Wochen eine unheimliche Unterstützung gespürt. Und das ist auch sicher das, was mir eine gute Grundlage gibt einmal für einen Start. Danke. Jetzt noch zu dir, Ludo. Der FCZ hat die nächste Saison auf dem 7. Platz abgeschlossen. Welches Fazit ziehst du zu dieser Saison und welche Schlüsse ziehst du auch für die kommende Saison? Ja, also erst einmal 7. Platz ist nicht zu viel zur Stelle. Wenn man rein die Tabelle anschaut, ist es eine negative Tabelle für uns. Wenn man die Fakten anschaut, haben wir 2 sehr gute Phase gehabt in der Meisterschaft, wo die Mannschaft, mich und die ganze FCZ-Familie Freude gemacht hat. Und wir haben 2 schreckliche Phasen gehabt, wo wir alle da in der FCZ-Familie gelitten haben. Fakt ist aber auch, dass wir bis zum 29. Spieltag Boden gut gemacht hatten auf Servette. Wir standen 2 Punkte hinter Servette und der 30. Spieltag war ein Nachspiel gegen Sion. Und dann ist der Stopp von der Corona gekommen, der 2. Stopp, die uns im Nachhinein sehr weh getan hat. Also die letzten 7 Spiele waren natürlich für den FC Zürich überhaupt nicht das Bild, was wir hier außen liefern möchten. Von der anderen Aspekt, die jungen Spieler, ich glaube, diese Saison haben wir
punkto Anzahl auf jeden Fall sehr viele junge Spieler von eigener Akademie in der ersten Mannschaft gebracht. Einige sind natürlich dazu gekommen, dank der Corona-Geschichte, wo auch die anderen Vereine plötzlich die eigene Jugend mehrmals eingesetzt haben. Aber glaube ich, da sind wir und wollen wir noch besser werden, aber sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Tabellenplatz tut mir weh. Ich wäre froh, wenn ich könnte den Teletext löschen über diese Pause. Aber wie Jure gesagt hat, ich spüre momentan wieder in der Verein einen gewissen Zusammenhalt und eine positive Energie. Wir haben die letzte Saison gemeinsam mit der Vereinsführung, mit Jure, mit Heinz Moser analysiert und ich glaube, wir haben gewisse Erklärungen gefunden, die mich zuversichtlich macht für diese Saison und die mir sehr optimistisch bringt für die neue Saison. Ich hoffe natürlich, dass wir weniger als 72 Gegentore nächste Saison bekommen werden, weil denke ich, das ist der Punkt, den ich am meisten wehtun als Verteidiger. Danke. Jetzt vielleicht noch, bevor wir die Fragerunde eröffnet, eine letzte Frage an dich, Chilo. Wie sieht es denn aus mit den Zielsetzungen für die nächste Spielzeit? Ja, Ziel definieren intern und Ziel kommunizieren nach außen, das sind teilweise zwei unterschiedliche Sachen. Meine Erfahrung war wirklich die, in den letzten 15 Jahren, wenn wir Ziel zusammen mit der Mannschaft erarbeitet haben. Also man muss sich das vorstellen, man macht Gruppen, vier, fünf Spieler. Wir haben zwei Stunden Zeit zum Ziel definieren, qualitative, quantitative Ziele, die müssen wir präsentieren. Aufgrund von diesen Ergebnissen haben wir dann Gesamtziel für die erste Mannschaft definiert. Das ist interessant, jedes Mal haben wir auch ein Ziel erreicht. Das sind eigentlich auch sehr anspruchsvolle Ziele gewesen. Wir werden jetzt diese Saison, das Jahr, für die neue Saison eigentlich das Gleiche auch machen. Wir werden jetzt dann ein Event machen, wo wir dann vor allem auch die Mannschaft finden. In den Arbeitsprozess, in den Zielsetzungsprozess integrieren. Also, da werden wir entsprechend kommunizieren. Aber es ist auch klar, wer mich kennt, wer den Jure kennt, wer den Jure kennt. Wir sind und bleiben ambitioniert. Oder? Das ist logisch. Danke, ich würde das Wort oder das Plenum gerade eröffnen, wenn ihr gefragt werdet. Ja, da wir Judy von der anderen Seite. Ja, was mich natürlich fasziniert, ist auf der einen Seite, ist die Mannschaft so, aus verständlichen Gründen desolat, zweck sie am Schluss und dann auch kaputt und müde. Und auf der anderen Seite hätte man wollen, den vierten Platz bekommen, das hätte zu Qualifikationsspiel geführt. Ist man dann im Nachhinein nicht ein bisschen froh, dass man jetzt den vierten Platz verpasst hat und dass man einfach auch mehr Zeit hat und dass man richtig Pause kann machen, neu aufgegangen. Weil ich hatte also Angst gehabt für die ersten Spiele, wenn man dort die, ich weiß jetzt nicht, was die Daten sind, die Servet hat, glaube ich. 28. 28. ob ihr überhaupt schon die genügend Distanz und Pausen und Rückzug gehabt hättet, um euch wieder aufzustellen und zu sagen, es fängt von null aus an. Also ist das nicht im Nachhinein eigentlich noch fast gut, dass ihr jetzt ganz normal mit der Meisterschaft anfangen? Ich habe eine Frage. Ja, eigentlich ein Trainer. Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man Fußball spielt, will man gewinnen und Ziele erreichen. Ne? Und ich glaube, wenn man Vierter gewesen wäre, dann hätten wir nicht gebraucht, unbedingt zu erholen. Das heißt, wir hätten eine bessere Runde gespielt am Ende. Und dann wären wir vielleicht nicht in der Situation, wo vielleicht die zwei Wochen, wo wir jetzt gehabt haben, uns gut getan hätten. Also nein, ich wäre lieber Vierter gewesen. Von den sieben letzten Spielen, okay, ich mache nur Spielpause, wenn hier gar nichts anwesend war, sagen wir die letzten sechs Spiele, dann hätten wir ein paar gewonnen und wir wären mit einem größeren Lächeln, vielleicht in die kürzeren Ferien, aber mit dem Lächeln. Da sind wir ein bisschen ohne Lächeln in die Ferien gegangen. Also nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich spiele Fußball, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Unabhängig von den Zielen, was man sagt am Ende des Jahres. Für uns ist klar, wir gehen jedes Spiel zu gewinnen. Und das willst du als Fußballer oder als Trainer oder als Vereinsführung. Und von dem her wäre ich lieber Vierter als Siebter natürlich. Aber ihr habt schon Ferien gehabt, ihr vier, oder? Ja, ich habe keine Ferien gehabt. Ja, obwohl du nicht Ferien gehabt, du hättest so eine Frau. Das ist so. Nein, aber ich möchte noch etwas dazu sagen, oder? Ich unterstütze das, was du gesagt hast. Und das Jahr wäre es natürlich insofern, das Spielen wäre einfacher gewesen.
Es waren nur Einzelrunden, also nicht hier im Spiel. Und so wie ich jetzt den Kalender anschaue, sind das auch Heimspiele für den Schweizer Club. Also es wäre nicht ganz unmöglich sein, jetzt irgendwo die Gruppenphase zu erreichen. Also, ja, es hat immer Vor- und Nachteile. Aber ich hätte schon eher von der SP auch nicht so viel. Lüder, du hast gesagt, ihr habt Gründe gefunden für das schlechte Abschneiden neben Corona in der letzten Saison. Kannst du etwas mehr dazu sagen? Ja, wir haben durch die neue Vereinsführung Konstellation natürlich einen neuen Einschub bekommen. Der Jo hat sehr schnell gefordert, dass wir das zusammensitzen, dass wir schnell zusammen das analysieren. Und ich glaube, wir sind in Detail gegangen und die Gründe für uns sind verschiedene. Es sind keine ein Grund, der so groß ist, um nur das zu korrigieren, sondern sie sind viele Puzzleteile, die nicht zusammengekommen sind, die machen am Ende eine große Sache. Es ist uns bewusst auch, dass wir im Fußball von sehr positiv oder sehr negativ leben und es ist uns auch total verständlich, dass alles extrem schlecht die letzte Woche über der FC Zürich geschrieben worden ist. Aber deswegen habe ich nochmal betont, an 29 Spieltagen war 2 Punkte auf Servette nur noch und wir hatten ein Spiel gegen Sion in einem top mentalen Moment, wo wir sehr positiv waren und das ist natürlich ich persönlich, ich kann nur in meinem Namen sprechen, wenn ich kann mich erinnern, die Diskussion oder die Telefonkonferenz mit meinem Präsidenten, wo wir mussten ein bisschen die Lage einschätzen von der Weiterführung von der Meisterschaft, habe ich unterschätzt, diese 2 Wochen Quarantäne zu Hause ohne Training. Ja, mir war bewusst, 2-3 Spiele werden schwer sein. Das waren die Spiele Basel, Liebe und danach waren Lugano, glaube ich, vom Kopf her. Das war mir bewusst, dass diese Spiele schwer sein werden, aber ich habe als Trainer mich zugetraut, die Mannschaft wieder für die 4 letzten Spiele in Top-Verfassung zu bekommen. Und das ist uns nicht gelungen. Ja, und das hat es nochmal auch punkto Psychologie und Mentalität gezeigt, wie wichtig dieser Aspekt im Fußball ist. Und da glaube ich auch für die Zukunft, für die Kaderplanung, wir gehen vermehrt um Spieler, die diese Grinta, diese Liebe zu Verein auf den Platz bringen können. Und das ist ein Punkt. Zweiter ist natürlich, was viele Leute, oder vielleicht habt ihr das nachgedacht, aber nie geschrieben. es waren 13 Spiele in 6 Wochen, aber für die FC Zürich war das 12 Spiele in 6 Wochen minus 10 Tage. Also wir haben noch enger gespielt und wenn ich jetzt Basel gegen Schachtow und Donetsk gesehen habe, habe ich irgendwie gesehen, dass bei denen Orden der Benzin irgendwann leer gegangen ist. Also punkto Körper haben wir vielleicht da, punkto Regeneration, Erholung, Ernährung, da denke ich, haben wir nicht gut gemacht. Und da muss ich für die Zukunft mit der Jugend, mit der Vereinsführung, Präsident, Präsidentin, da, wenn wir englische Woche, ja, ein besseres Konzept in den Bruno bringen von uns als Staff. Wir wissen, dass wir auch Fehler gemacht haben, wie jeder Mensch. Wichtig ist es, das zu sehen und versuchen, es besser zu machen. Es gibt noch weitere Fragen. Ja, Matthias Subach, bitte. Du hast es angesprochen, ihr braucht eigentlich auch neue Spieler mit Grinta. Ich frage jetzt einen Sportchef, woher kommen die? Aus der Akademie? Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Also müssen sie Geld in die Hand nehmen und neue Spieler holen. Also das erste Mal möchte ich auf das eingehen, was der Lüdo gesagt hat, dass ich bin sehr froh und sehr zufrieden um die ausführliche und wirklich gute Analyse von der letzten Saison, die uns eine Grundlage gibt, eben auch die nötigen Schrittpunkte und Kaderplanung zu unternehmen. Wir wissen um das, wie es der Lüdo gesagt hat, wir haben 72 Gegengol bekommen. Ich glaube, letztes Jahr ist GC mit 71 Gegengol abgestiegen. Wir wissen, dass das eine Schwäche ist von unserer Mannschaft in der letzten Saison. Man muss es aber auch relativieren. Die Gegengol sind, wir haben auch 11 oder 12 Mal klar auch zu Null gespielt. Also ja, also mit ein paar Modulen haben wir jetzt mit Serie zusammenarbeiten. Ich kann nur
Städtisch ein super Typ. Und ja, wir haben wirklich das Leistungspotenzial intern besprochen und sind dann zum Schluss gekommen, er hilft uns vielleicht kurzfristig nicht mehr so in der ersten Mannschaft. Dann U21, natürlich ist es immer eine Möglichkeit, aber der Pamoto muss noch Spitzenfußball spielen. Außerdem haben wir natürlich in der U21 bereits eine Routine von uns alles. Und in der U21 macht es Kostal auch, oder? Also haben wir nicht unbeschränkt Ressourcen zur Verfügung. Aber wir haben uns wirklich sehr im Guten von Bern verabschiedet. Und ja, ich hoffe natürlich, dass er da wieder weiter Fußball spielen kann. Florian Rassmann. Frage an Herrn Canepa. Was ist der FCZ für ein Club? Sie haben lange auf dem Stand, dass es ein Spitzenclub ist. Wenn man die Frankierung der letzten 10 Jahre anschaut, deckt sich das nicht ganz. Und jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ist der FCZ immer noch, hat er den Anspruch, ein Spitzenclub zu sein? Das ist eigentlich meine Frage. Und die Folgefrage ist, Sie haben es ja angesprochen, mit der Covid-19 auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man die Dreiteilung vom Europapokal. Wo man eben wahrscheinlich weniger Geld in die Schweiz werden fließen, müssen sie das Budget irgendwie gegen unten anpassen. Wegen dem, so. Da habe ich noch geschlagen, wie ich mir in Österreich NZZ-Interview an die USA gemacht habe. Und ich weiß nicht, wo sie die letzten 15 Jahre gewesen sind, haben sie einen anderen Beruf gehabt und haben sie den Fußball nicht verfolgt. Wir sind in den letzten 10, 12, 13 Jahren dreimal Cup-Sieger gewesen. Wir sind fünfmal Gruppenphase Europa League. Wir haben vor 12 Jahren oder vor 11 Jahren sind wir in der Champions League Gruppenphase. Wir sind nach Basel, sorry, der erfolgreichste Club. Und wenn ich sage Spitzenclub, meine ich natürlich nicht nur Rangierung, sondern ich schaue das natürlich gesamthaft an. Die Struktur, die Organisation, die Führung, Kontinuität. Von einem Fußballclub. Man muss das gesamte Bild anschauen. Und wenn jemand sagt, der FC Zürich ist kein Spitzenclub, sorry, dann habe ich Mühe, da überhaupt noch mit zu diskutieren. Die zweite Frage, Corona, das ist selbstverständlich ein ganz schwieriges Thema. Wir haben jetzt seit mehreren Monaten keine Einnahmen gehabt, keine Zuschauereinnahmen gehabt. Es sieht auch nicht danach aus, dass wir in den ersten paar Monaten volle Stadien werden haben. Sie jetzt möglicherweise, dass man Zuschauerkapazität 15%, dass man da Zuschauer kann hinlassen kann. Aber selbst wenn das so sollte sein, dass werden keine 50% Zuschauer kommen. Das glaube ich nicht. Auch das wird das finanzielle Loch, das man hat, auch nicht decken. Denn der Transfermarkt ist sicher auch nicht mehr so groß, wie er auch schon war. Merkt, wo wir tätig sind, aber man weiß nicht, wie es weitergeht. Also, die finanzielle wirtschaftliche Situation ist aufgrund von Corona schwierig, anspruchsvoll, aber es gilt nicht nur für den FC Zürich, das gilt mit eigenen Ausnahmen für sämtliche Vereine in dieser Superliga. Und darum ist es eben, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, einfach unabdingbar notwendig, dass die versprochenen und in Aussicht gestellten Bundeskredite, dass die auch können fließen. Und zwar zu Bedingungen, zu Rahmenbedingungen, die wir entsprechend können erfüllen können. Das sind ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen relativ viele Diskussionen geführt worden, auch in den Medien, im Fernsehen. Es laufen im Hintergrund Gespräche. Ich glaube, die Schlüsselleute im Bund haben erkannt, dass die Bedingungen, so wie sie es uns aufgedruckt haben, dass die nicht ganz korrekt sind. Und man muss einfach auch nochmal sagen, der Vorwurf, und ja, wieso haben die Absichtserklärung überhaupt unterschrieben? Also eine Absichtserklärung ist immer eine Zusammenfassung von dem, was wir besprochen haben. Das fließt in eine Absichtserklärung ein. Und nachher geht es in Vertragsvereinbarung, und dort gibt es sicher noch Anpassungen, die man kann vornehmen kann. Der Krux ist, es sind Sachen in der Absichtserklärung eingedruckt worden, die wir gar nicht besprochen haben. Das heisst, wir haben gar keinen Einfluss können mehr. Und als wir dann die Absichtserklärung endlich mal auf den Tisch hatten, haben wir bildlich gesprochen 10 Minuten Zeit gehabt, um irgendwo können dann noch Feedback zu geben. Und dass mit der Solidarhaft, dass das nicht funktioniert, habe ich persönlich das Bern noch deponiert. Und ja, man hat dann halt im Parlament auch durchgebunkert. Ich glaube, man hat es durchgebunkert, weil man es gar nicht gelesen hat. Weil sonst kannst du etwas gar nicht durchlesen. Unmöglich. Aber ich glaube nochmal, ich bin so vorsichtig optimistisch,
dass wir da eine Lösung werden finden, sodass Clubs oder Swiss Football League Zugang haben zu dem Kredit. Und ich betone, vielleicht muss ein Kredit, Subvention, das ist das, was man geschenkt bekommt. Und ein Kredit ist ein Darlehen. Und das Darlehen zahlt man wieder zurück. Und wir alle haben die Absicht und den Willen, um die Darlehen wieder zurückzuzahlen. Also ich finde es auch ein bisschen despektierlich uns gegenüber, dass man uns nicht zutraut, oder? Dass wir integer genug sind, dass wir die Absicht haben, um zurückzuzahlen. Also es geht um Liquidität für den ersten paar Monate, das ist unabdingbar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Budget werden wir sicher anpassen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt so dramatisch werden, um 50% reduzieren. Oder wir haben schon letztes vorletztes Jahr probiert, moderate Budgets zu haben. Aber wenn du Profifußball betreiben willst, in der Super League, dann kannst du es nicht 5 Millionen Franken machen. Das funktioniert nicht. Aber natürlich sind die wichtigen Jahre, was IB oder was Bas oder was Sio hat. Wir sind so im Mittelbereich. Sie sind sich nicht sicher, dass 50% der Leute würden kosten würden. Warum glaubt ihr? Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ja. Wir sind in der Schweiz. Die Schweiz ist ja berühmt für ihre Demokratie. Jeder Kanton entscheidet selber. Bern hat gesagt, ab 1. Oktober kann man mehr als 1000 Leute hineinlassen. Das ist die einzige Aussage, die gemacht wurde. Wie viel? Das haben wir einfach Kantone delegiert. Und jeder Kanton kann theoretisch selber bestimmen, dass er 1200 Leute hinein oder 1500. Wir gehen davon aus, dass man wirklich die Prozentzahl definiert. Und ich gehe auch davon aus, dass Kantone das miteinander koordinieren. Und jetzt geht es, ich bin immer ein beklagen uns letzte Runde, oder? Riesig und weit und offen und so weiter. Also mit Corona-Spiel ist es eigentlich ideal, oder? Es ist sehr winddurchlässig, du hast sehr viel Platz und hast selten 20.000 Zuschauer. Also, glaube ich, könnte das relativ gut managen. Ich hätte 8,5 aufs Stadion. Wir können rund 8-9.000 Zuschauer reinlassen. Nur glaube ich nicht, dass so viele auch kommen, oder? Weil es gibt immer eine gewisse Zurückhaltung, wahrscheinlich ein bisschen leichter gehen. Nur schon 5.000 ist mehr als 1.000. Aber es bedeutet für den Club, wir haben reichlich einen Aufwand. Oder? Wir müssen alles registrieren, man muss überwachen, Maskenpflicht und. Das ist nicht ganz so einfach. Also die Kosten werden recht hoch. Darum sage ich, auch wenn wir 50% reinlassen können, das hilft uns finanziell nicht. Es sind noch weitere Fragen? Ich habe mal eine Frage zum Kader, wo jetzt noch nicht viel gesagt werden kann. Letzte Saison sind unter anderem drei Clubs von der Schweiz Spieler ausgelehnt worden. Also wie zum Beispiel konkret Xamax. Wir haben jetzt auch können lesen, dass die einen noch mal ein Jahr bleiben, die anderen neu getan ausgelehnt werden. Ist schon klar, welche von diesen Clubs, die jetzt zurückkommen, dass dann im Kader werden Platz haben, wie zum Beispiel Fabian Rohner? Genau, also das ist ja das, was wir heute kommuniziert haben. Also Fabian Rohner ist für uns als Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wie eigentlich das Modell mit der Leihe auch in Zukunft gehen. Und ich bin völlig überzeugt auch mit dieser Zusammenarbeit mit den Challenge League Vereinen. Der Fabian hat jetzt eigentlich eine komplette Saison durchgespielt, hat auf dem zweithöchsten Niveau können Erfahrungen sammeln und wir gehen jetzt stark davon aus, dass er uns jetzt hier in der ersten Mannschaft wird verstärken. Jetzt natürlich andere Beispiele wie ein Bledian Krasnici oder ein Ilan Selber, beides Jahrgang 2001, wo für beide eigentlich der Schritt jetzt noch in die Super League noch zu hoch ist. Die müssen jetzt zuerst noch den Schritt machen, den Fabian Rohner zuletzt gemacht hat. Und das hat sich sicher so auch herausgestellt, dass sie beide können jetzt auch viel. Viel wird auch sie beide jetzt in Leih haben.
Aber wir tun gut daran, und das ist auch mit dem Heinz Moser, jetzt in dieser neuen Konstellation ist einer der Schwerpunkte, dass wir unsere Leihspieler noch intensiver in diesen Partnervereinen oder Leihvereinen begleiten, regelmäßig beurteilen und dann zum gegebenen Zeitpunkt mit dem Trainer, mit dem Staff auch eine Entscheidung treffen. Jetzt ist der Moment, wenn sie wieder zum FC Zürich kommen zurück. Ich sehe jetzt konkret mit dem Maren. Haile Selassie, Iser, Aliou, Lindrit Kamberi und Albin Sabriain. Das sind vier Spieler, die jetzt auch in der Leihe sind. Sie sind alle jetzt zurückgekommen und jetzt suchen wir mit diesen Spielern weitere Lösungen suchen. Ja, nochmal Florian Ross. Ich stelle noch eine Frage an Jure. Ich weiß, wahrscheinlich wirst du nicht allzu viel sagen, aber wir haben. Die letzten Spiele ist klar gewesen, es war intensiv und so weiter. Wir haben das Gefühl gehabt, ich habe es mal mit fünf Kollegen besprochen, wo immer wieder FCZ-Spiele gesehen für die intensive Phase, dass die Teams so defensiv stabil waren und am Schluss einen Vorteil gehabt haben, weil das erste Goal hat entschieden, wenn der Kopf wird leer, bei sind noch ist ein Tipp von dir an die Trainerkollegen, die mit dem zusammen Lizenz machen, Offensivfußball schön und toll, aber vielleicht das erste Mal schauen wir mal, dass die ersten vier Matches irgendwie vier Gegengol im Schnitt gibt und dann schauen wir mal. Du weißt ja vom Stürmertraining und wir sind ja viel in dem täglichen Austausch mit den Leuten, auch wenn wir unsere Offensivspieler besser machen. Also die Idealvorstellung ist natürlich, dass wir eine maximal höhere Effizienz haben von unseren Spielern. Und ich habe vielleicht ein paar Kennzahlen, die der Leute auch geliefert haben, die ich sehr, sehr gut gefunden habe. Also zum Beispiel St. Gallen ist nicht Meister geworden, die Saison, aber die haben die meisten Schüsse aufs gegnerische Goal zugelassen. Geschossen, genau. Also es ist ja kein Indikator, wenn du viel schießt, dass du auch automatisch alle Spiele gewinnst. Gleichzeitig ist St. Gallen, glaube ich, und wenn du St. Gallen oder IB, die wenigsten Schüsse zugelassen. Aber es sind nicht die beste Defensive gewesen. Also es ist schwierig, gewisse Parameter zu definieren, aber es ist klar, die Mannschaft, die defensiv am stabilsten ist, das zeigt auch die Vergangenheit, nicht nur die letzte Saison bei uns, die gewinnt die Meisterschaft. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir, wie ich es eingangs gesagt habe, die defensive Stabilität an der wir arbeiten, ohne unsere Offensive zu vernachlässigen. Und nochmal, also wir haben sehr, sehr gute Phasen gehabt, wo wir offensiv effizient waren. Und ich glaube, auf dem Weg müssen wir festhalten. Also Blas Kramer als Beispiel ist für mich ein sehr gutes Beispiel in dieser Saison, auch als Einzelspieler, der knapp eine Ausbeute von Goal, Assist, zweite Assist nahezu 50% hat. Also ihm dürfen wir in dem Sinne die Stärke ja nicht nehmen. Wir müssen unseren Spielern eigentlich die Vorgabe, nach vorne zu spielen, müssen wir weiterhin daran festhalten. Aber es ist klar, dass wir auch die defensive Stabilität weiter erhöhen. Also das definitive Stabilität, was entscheidend ist, für das brauche ich keine UEFA-Politik. Ja, was mich noch interessiert, wer ist denn der Leader im Team? Das war fast jedem Match ein anderer. Ich denke, es mir jetzt mindestens das Jahr, wo quasi ein verlängerter Arm ist, der irgendwo in der Mitte ist. Nicht der Goalie hinein, sondern irgendwo in der Mitte. Fehlt das oder sind die Leute einfach auch durcheinander geschüttelt worden von der Fähigkeit her? Wissen wir, und das ist sicher auch ein Teil unserer Kaderplanung. Aber es ist auch so, dass wir natürlich junge Spieler haben, die jetzt permanent durch die Funktion eingewachsen sind. Ein Janik Brecht ist vor 3 Jahren kein Leiter gewesen, heute ist er ein Top-Leiter. Nur ein Raschid, der ist 18, der macht jetzt schon die Funktion als Leiter. Aber es ist ein wichtiger Punkt, das ist sicher so. Spieler weniger Schwankungen über die ganze Saison hätte und vielleicht sich schon mehr als Leader positioniert hätte. Das ist leider nicht der Fall. Ich denke auch, die ganze komische letzte Saison, wie das abgelaufen ist, mit dem ersten Stopp, mit dem zweiten Stopp, vielleicht nicht für junge Spieler fördernd war oder ist.
Und von dem her war es für uns wichtig, einfach das zu erkennen, aber auch nicht mehr in dem Sinn, dass wir sind überzeugt, dass auch interne Spieler, junge Spieler, der Chilo hat von Belgier geredet, das sind die geborene Leader. Aber wenn man ihm daneben ständig eine Leaderrolle wegnimmt, weil er 18 ist, dann wird er auch nicht dorthin wachsen. Also vielleicht also ein, zwei Runde, wo Belgier ist am Wachsen und noch nicht top ist. Aber ich bin überzeugt, dass er in dieser Rolle sehr gut wachsen kann. Und wir haben noch ein paar andere Junge, die vielleicht nicht so auffallen, weil die am Anfang, man denkt immer, ja, der Alter ist wichtig. Aber ich bin überzeugt, dass in ein paar Jahren, dass sie zukünftige Inlayer, Jamali und so weiter, die werden auch in der Richtung gehen. Ja, macht das super. Eine Frage an Ludo. Was ist genau der Job von allen Fields im Staff? Das möchte ich der Juche am besten, weil er hat den Job genau definiert. Also bei mir kann ich dir sagen, er wird nah an der ersten Mannschaft sein. Vielleicht auch kompliziert sehr wichtig wird sie und wo der alle vertraut wird sie. Und, wie es der Ludo gesagt hat,